Für das MMO-Action-Rennspiel The Crew gibt es endlich neue Inhalte. Zum einen gibt es für alle, die The Crew schon besitzen, ein kostenloses Update, was die Grafik noch einmal deutlich verbessert und auch ein dynamisches Wettersystem ins Spiel bringt. Ein ganz markantes neues Feature im Spiel sind die Motorräder. Man kann aktuell beim neuen Motorradhändler 7 verschiedene Bikes kaufen und diese dann mit unterschiedlichen Specs ausstatten. Die Motorräder sind übrigens nicht beschränkt auf ein eigenständiges Rennen, sondern man kann an jedem normalen Rennen des dazugehörigen Specs teilnehmen. Es kann also auch gemischt gegen Autos gefahren werden. Und auch visuell lassen sich die Bikes noch aufmotzen, indem sie entsprechend getuned werden. Eine weitere wichtige Neuerung sind die 3 neuen Extreme Specs im Spiel. Zur Verfügung stehen zusätzlich jetzt Drift, Drag und Monster. Beim Driften geht es darum, in einer vorgegebenen Zeit so viele Driftpunkte wie möglich zu holen. Die Punktzahl des Drifts ist dabei abhängig von dem Winkel und der Geschwindigkeit des Autos und die Länge des Drifts ist natürlich auch noch entscheidend. Drag-Rennen dagegen sind relativ kurze Rennen, die nur geradeaus gefahren werden. Bei dieser Art des Rennens ist besonders das richtige Timing ein wichtiger Faktor. Am Anfang muss man die Reifen erstmal kurz anwärmen, um danach genau zum richtigen Zeitpunkt Gas zu geben. Ist man einmal unterwegs, muss man aber auch noch alle Schaltpunkte richtig treffen, damit man so schnell wie möglich ans Ziel kommt. Lenken spielt hierbei übrigens nur eine untergeordnete Rolle, denn im Prinzip muss man nur noch die Spur halten. Kommen wir zu den Monster Trucks. Mit den Monster Trucks fährt man in einem speziell angelegten Parcours und muss Punkte sammeln, indem man entweder besondere Münzen einsammelt oder man erzielt Punkte durch besondere Fahrmanöver, wie zum Beispiel Sprünge und Backflips. Es gibt natürlich auch eine Menge neuer Herausforderungen, die The Crew Wild Run mit sich bringt, wie zum Beispiel ganz neu die Free Drive Challenge. Die Free Drive Challenge kann man jederzeit und an jedem Ort des Spiels annehmen. Dabei bekommt man zufällige Aufgaben, die man in einer bestimmten Zeit erledigen muss. Ist die Challenge erfolgreich absolviert, gibt es erstmal Geld als Belohnung. Und zusätzlich geht es in die nächste Stufe der Free Drive Challenge, die wiederum mit noch mehr Geld belohnt wird. Eine weitere große Herausforderung im Spiel ist The Summit. Ein großes Rennspektakel mit extrem krassen Belohnungen, wie zum Beispiel exklusiven Gegenständen oder Autos. Doch zu diesem monatlichen Spektakel muss man sich auch erstmal qualifizieren. Jede Woche gibt es dafür 2 Qualifier-Events, bei denen man so viele Aufgaben wie möglich, so gut wie möglich abschließen muss. Hierbei kann entweder direkt PvP gefahren werden, aber auch eine asynchrone Variante ist möglich. Nur die Besten werden dann schließlich für das nur einmal im Monat stattfindende The Summit zugelassen. Das neue The Crew Wild Run gibt es bereits im Laden, aber auch im Online-Shop eures Vertrauens. Jetzt wünschen wir euch aber selber viel Spaß mit dem neuen The Crew Wild Run und wenn euch unser Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da.